gar nicht mehr. Du, der Ichi kennt meine die neuen Fitnessprodukte von Coop noch nicht. Schade für ihn. Fit und schlank bleiben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele möchten es, nicht alle schaffen es. Unter der Marke Fitness offeriert Ihnen Coop jetzt aber immer mehr Produkte, die deutlich weniger Kalorien enthalten. Bei diesen Produkten bleibt zwar das Fett, nicht aber der natürliche Geschmack und das Genusserlebnis auf der Strecke. Und dank der Information, die diese Fitnessprodukte enthalten, haben Sie zudem die Sicherheit, dass Ihre Erwartungen an eine gesunde Ernährung jederzeit erfüllt werden. Wie haben wir gesagt, heissen die neuen Produkte vom Coop? Fitness. Das Richtige für alle, die lieber fit statt fett werden. Guten Abend. Im heutigen Fitnessrezept möchte ich wieder mal die Bedeutung der Hülsenfrüchte erwähnen. Die Linsen und Erbsen gehören zu den wichtigsten pflanzlichen Eiweißspendern. Sie sind sehr fettarm und für ein leichtes und ausgewogenes Gericht wie einen Linsensalat ideal. Die Linsen werden im Salzwasser nicht zu weich gekocht, dann Rüebli in Würfel, Peperoni in Streifen und Zwiebeln in Ring schneiden. Alles im Öl andämpfen, tiefgekühlte Erbsen dazugeben, würzen und zudeckt ca. 10 Minuten dämpfen. Wenn das Gemüse und die Linsen ausgekühlt sind, sie mit einer Salatsauce vermischen, gehen Sie bitte sparsam mit dem Öl um und dann den Salat noch eine halbe Stunde ziehen. Zum Dessert gibt es einen Apfel und nach dem leichten und ausgewogenen Gericht fühlen Sie sich sicher sehr wohl. Auch heute möchte ich mich nicht von Ihnen verabschieden, ohne den Hinweis auf das Coop-Sonderangebot, das Sie jetzt noch werden sehen. Ferienerinnerungen kosten bei Coop nicht viel. 2 Kodak Color Goldfilm 100, unter anderem nur 10,50. 500 Gramm Coop Jubilor Bohnenkaffee bekommen Sie für nur 5 Franken. 1 Liter Dorina Sonnenblumenöl für nur 4,40. 150 Gramm Mario Mozzarella für nur 2,10. Und 5 Kilo ausländische Aprikosen für nur 9 Franken. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 375 Gramm Linea Minarine für nur 1,95.